was, der nächste Kandidat macht sowas mit Zauberei, dann verziehst du sofort dein Gesicht. Du willst nicht zaubern. Ist sie wieder eingeschlafen? Tatsache. Du möchtest nicht zaubern, also wie auch immer. Du hast Zauberei, du willst mit Zauberei nichts zu tun haben. Bei dir wird nicht gezaubert. Und du machst das sehr, sehr deutlich, weil du den Kandidaten nicht magst. Ist ja ganz klar. Wenn ich dich gleich wecke, bist du auch Jurymitglied, aber du liebst Zauberei. Es gibt nichts Tolleres als Zauberei. Wenn du nur das Wort Zauberei hörst, kriegst du ganz große Augen. Du kannst gar nicht mehr aufhören, den Magier anzugucken. Der ist so toll, da möchte man alles sehen. Und wenn ich dich jetzt gleich noch wecke, du bist das dritte Jurymitglied, du kannst dich nicht so entscheiden. Mal ist die Zauberei gut, mal ist die Zauberei schlecht. Das schwankt immer so ein bisschen. Allerdings darfst du dich zwischen einem Ja oder einem Nein am Ende der Show völlig frei entscheiden. Und suchst dir einfach selber aus. Aber du kannst dich nicht wirklich entscheiden. Bei drei können alle, die ich jetzt oder jetzt an der Schulter berührt habe, die Augen öffnen, alles, was ich gesagt habe, tritt ein. Eins, zwei, drei, einmal die Augen auf. Hey, geht's dir gut? Guck mal, kannst dich einmal auf den Stuhl mit dem roten Wasser setzen. Einmal hinsetzen, genau. Jetzt habe ich dich schon angespuckt. Nee, war ein Scherz. So, wieder sauber. Ja, nee, war ein Scherz, alles gut. Einmal bitte auf den mittleren Stuhl setzen. Du kannst dich einmal auf den äußeren Stuhl setzen, der ist grün. Und wenn ich mit meinem Finger am Ohr schnippe, kannst du die Augen wieder öffnen, bist hellwach, aber alles, was ich gesagt habe, tut ein. Einmal die Augen auf, dir geht's gut, Anna, du bist entspannt, Anna. Noch ein Selfie. Ja, natürlich, ganz klar. Ja, sicher. Komm, wir stehen parat. So ein Spaßfoto, ja klar, hör mal. So crazy, oder? So crazy. Okay, das kriegen wir hin. Gerne. Ja, das wird ja ein toller Instagram-Account. Anna, ich bin mir sicher, du hast gleich ganz viele neue Follower. Okay, so, liebe Fachjury, ich heiße euch herzlich willkommen bei Dortmund sucht das Supertalent. Wir kommen nun zum letzten Kandidaten des heutigen Tages, Kandidaten. Ja, das ist dein Button. Ja, wir kommen zum heutigen Kandidaten, Kandidat 3141, der letzte für heute, dann reicht es aber auch. Und zwar den Star-Zauberer. Ben David, richtig guter Zauberer. Richtig guter Zauberer. Wow. Da freust du dich, ne? Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hi. 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 Du lässt mich ganz aufregen hier. Du auch? Wie bitte? Scheiße. Scheiße, okay. Aber ich habe noch gar nichts gemacht. Trotzdem, geh nach Hause. Ihr habt ja auch so viel Publikum. Oh, ich bin noch nie so vor so vielen Leuten aufgetreten. Wow. Ja, liebe Jury, liebe Gäste, hallo. Ich bin der Ben. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin aus Heilbronn. Und ich bin Zauberkünstler. Genau. Und jetzt würde ich euch gerne einen Trick zeigen wollen. Okay? Ja, darf ich, okay. Super, also, ich habe 5 Jahre für das Kunststück geübt, gell? Und ich zeige es euch jetzt, nämlich mit Spielkarten. So, ist gut, Spielkarten? Ja, super. Spielkarten? Was machst du mit Spielkarten? Ein Trick. Ja und? Er will ihn sehen. Du? Ja, okay. Ah, super, okay. Okay, Achtung, Spielkarten, alle unterschiedlich, ne? Perfekt. Achtung, auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Das ist krass, ja. Wow. Hat geklappt. Was sagst du da so zu? Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Erstmal weiter gucken. Okay, ne? Ich kann es noch mal krasser zeigen. Achtung, ich weiß nicht, was wir mit dir machen sollen. Echt? Moment, ich mach's noch mal. Noch okay, wir machen es noch mal. Wir gucken es dann. Oh! Da würdest du am liebsten. Ja, ist sauber, oder? Krass, oder? Da würdest du am liebsten sofort auf den Buzzer hauen, ne? Ja. Wow. Oh. Bin ich aber echt erleichtert, dass das geklappt hat. Jetzt mehr ein super Trick. Oh, ist ja. Gut? Nein, langweilig. Ah. Du bist müde, ja. Das ermüdigt mich. Ja, bin ich auch manchmal. Okay, ich hätte noch einen Trick dabei. Darf ich? Ja. Darf ich? Ja. Yes, okay, super. Liebe Jury, liebe Gäste, willkommen zum nächsten Kunststück. Den hat die Welt so noch nie zuvor jemand gesehen. Normal wird genau so ein Raune, so ein O. Ich mach's nochmal, liebe Gäste. Wir kommen jetzt zu einem Kunststück. Den hat die Welt so noch nie zuvor gesehen.
Wie spontan, super. Es ist das Kunststück, Achtung, die ist nur für dich, mit einem Löffel. Ja. Dein Jury-Kollege ist echt enthusiastisch, ne? Ich glaube nicht, dass der neu ist. Echt? Nee, ich weiß, Dieter, was du meinst. Du meinst Löffel verbiegen, das war Uri Geller? Genau. Richtig, genau. War gestern. Genau. Uri hat einen kleinen, ich habe einen großen Löffel. Ja, ne? Das ist immer gespannt. Okay, Moment, ich mache nicht verbiegen, ich mache drehen im Mund mit dem Löffel 360 Grad. Hat wirklich noch niemand geschafft, vielleicht auch niemand probiert. Moment, ach. Ganz besondere Anatomie ist dafür erforderlich im Körper, im Kopf. Der Kandidat macht sich bereit, volle Konzentration. Moment, oh, Moment, etwas vergessen. Damit ihr die Drehung natürlich schön verfolgen könnt, eine Karte mit der Vorderrückseite dabei. Sehr gut. Das ist wichtig, ne? Ja, super wichtig. Das ist genau wichtig, dass man es schön sieht. Du musst das auch alles sehen, ne? Ja! Genau. Ich zeig's extra für dich. Genau. Auf drei geht's los. Die letzte Handdrehung. Wird er es schaffen? Wird er es nicht schaffen? Er versucht es, er probiert es. Ja, es dreht sich und ja! Yeah! Was sagst du so dazu? Weiß noch nicht. Weiß man ja. Besser als der erste Trick? Ja. Okay. Oh, danke. Super. Ach so, um Gottes Willen, ich habe schon wieder was vergessen. Nee. Fällt dir nichts dazu ein, ne? Nein. Dieter, warte. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Liebe Erwachsene, ich sehe schon die Männer, die fragen halt gleich nach dem Löffel. Was nein. Du kannst nach Hause gehen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Jetzt geh doch endlich. War doch mal. Oder wie man hier singen würde, du kannst nach Hause fahren. Egal. Aber Moment, wenn ihr es wirklich doch mal nachmachen wollt, oder vor allem du, Dieter, mach das am Anfang. Bitte, 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 immer erstmal mit einer Gabel. Oh. Krass, ne? Oh Gott, das war jetzt wirklich. Dieter, mal probieren. Ich habe schon viel Schwachsinn gesehen, aber das ist der Höhepunkt. Warst du so ein bisschen überrascht über die Gabel? Trotzdem, ja. Ja. Ja, okay. Trotzdem, Dieter, vielen Dank fürs Feedback. Also, lieber Kandidat, wir kommen jetzt zum finalen Juryurteil. Ich fange einmal hier außen einmal an. Was ist dein finales Urteil? Bitte, 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 bitte. Ja, super. Ja? Ja, ja. Vielen Alles Dank. Alles klar. Wir kommen hier zum Jurymeister, das important, very important Urteil heute von dir. Was sagst du zu Kandidaten Ben David? Also, eine Chance geben wir ihm noch. Ehrlich? Nur heute. Nur heute? Nur heute. Also du sagst... Weil ich heute zu müde bin. Nein, nur heute. Also in die zweite Runde komme ich? Ja. Echt? Wir haben diese Nummer jetzt 300 Mal gespielt, aber das haben wir noch nicht erlebt. Das gibt einen extra Applaus. Okay, das war's doch wirklich. Jetzt bin ich aber hier wirklich. Ich bin auch überrascht. Und was sagst du als letzter der Jury? Was sagst du, ja oder nein? Kann ruhig weiter. Kann ruhig weiter. Drei Jahre. In diesem Fall, David, in diesem Fall darf ich dir tatsächlich heute einmalig den goldenen Pokal überreichen und du bist in der nächsten Runde. Applaus für Fabian Bender. Ja, vielen Dank. Kannst du dich einfach auf den Stuhl setzen? Ich bin weiter. Einmal auf einen Stuhl setzen. Du darfst dich auch wieder auf ihn setzen. Ich nehme den Wasser, genau, den nehme ich. Einmal hinsetzen. Wow. Gefallen? Wenn dem so ist, lasst ein Abo da, da würde ich mich tierisch drüber freuen, denn nur mit eurer Hilfe kann dieser Kanal wachsen. Und auch nochmal die Info, wenn sich irgendjemand von euch hypnotisieren lassen möchte, das gilt vor allem an die Herrenwelt, dann meldet euch unten die eingeblendete E-Mail-Adresse, beziehungsweise in der Beschreibung findet ihr auch nochmal die E-Mail-Adresse, schickt eine E-Mail und dann wird sich mein Team mit euch in Verbindung setzen. Also, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. Ciao.